Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rotax und herzlich willkommen zum nächsten Server-Tagebuch-Video hier auf meinem Channel. Ja, und diesmal wieder mit einem kleinen Minigame, und zwar diesmal ist es Speed Build. Kennt ihr wahrscheinlich schon, habe ich schon einmal die Folgen gebracht, ich weiß gar nicht, wann das her war. Schon eine Zeit, ich glaube ein, zwei Wochen dürfte schon her gewesen sein, seit ich das letzte Mal Speed Build gebracht habe. Auf jeden Fall dachte ich mir, jo, fahrst du auf Urlaub, da brauchst du eh Videos, machst du mal wieder so ein Speed Build Ding. Und da habe ich mal, das wie gesagt, die Gelegenheit genutzt und mal mit ein paar Freunden da Speedbuild gespielt. War auf jeden Fall echt cool, hier mal so ja ein bisschen was gebaut. Das erste Mal habe ich richtig gleich gefailt. Da habe ich mir extra nochmal richtig die Farben gemerkt und mal gedacht, so, das musst du unbedingt richtig bauen. Dann habe ich das alles um einen Block falsch gebaut. Also ihr seht es hier, glaube ich, gerade. Das ist richtig, richtig nervig gewesen. Dachte ich mir so, ach nee. Da muss ich halt alles nochmal abbauen. Das war, ja, nicht so schlau. Der Kaktus Mann LP, glaube ich, hat es dann noch nicht ganz geblickt. Ich glaube, in der dritten Runde, dann hat er das geschafft. Ich habe mal halt eine Runde aufgenommen, die anderen zwei habe ich mal so spaßhalber noch nachher gespielt. War auf jeden Fall trotzdem ganz lustig. Hier mit dem Jambolaya, dem KX, dem Duftidoof und dem Kaktus Mann LP ein bisschen Speedbuild zu spielen. War auf jeden Fall ganz lustig. Ich bin gespannt, zu wie viel man das spielen kann. Vielleicht spiele ich das mal irgendwie, es sieht aus, als würde man das zu 8 spielen können, wenn ich ehrlich bin. Also 4, 2x4 Leute halt. Und ja, mal gucken. Hier in der Mitte sieht man dann nochmal, wie das ausgesehen hätte, das ganze Ding. So, zack, und da wurde der Kaktusmann mit 0% irgendwie eliminiert. Ich weiß nicht, ob der rumgebackt ist oder ob der irgendwo runtergefallen ist. Und das hier war echt richtig schwer. Also, das war, ja, da habe ich mir schon gedacht, läuft. Da hat man, also ich zumindest habe da irgendwie nicht viel hinbekommen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent man da dann hat nachher. Auf jeden Fall der mit den wenigsten Prozent, der wird immer gesprengt. Aber das konnte ich echt richtig schlecht nachbauen. Da dachte ich mir, wie war das? War das auf dem Block? War das auf dem Block? Man muss sich halt irgendwie merken, auf welchen Blöcken was steht, dann, damit man da irgendwie weiterkommt. Aber es ist halt richtig, ja, kompliziert manchmal, sich das zu merken. Hier zum Beispiel, ja, da habe ich mir gedacht, das Wasser, das hat so ausgeguckt, aber die Wiese daneben hat so ausgeguckt. Da musst du halt immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen versuchen, das Ganze richtig zu machen. Also das ist, glaube ich, da war ich am schlechtesten. Später war ich dann richtig guter Jambolaya auch. Das ist ein richtig nices Battle gegeben zwischen mir und ihm, aber jo, Zeit vorbei. Die sieht man auch noch gleich. Der Guardian ist sauer. Und jetzt pass mal auf. 17%, Alter. Richtig schlecht. Alter, gar nichts. KX wurde eliminiert. Ja, das war nämlich echt richtig schwer. Jo, und für alle, die gerade das Video aktuell schauen. Ich bin ja, während das Video rauskommt, noch auf Urlaub. Das heißt, das nächste Video ist dann erst wieder nach dem Urlaub. Das heißt, davor waren halt die zwei FAQ-Videos. Hier zum Beispiel habe ich mir gemerkt, jo, hier ist halt die Bank. Da muss man sich so ein bisschen Eselsbrücken bauen, halt, wie das Ganze funktioniert. Und was wollte ich noch sagen? Ja genau, auf jeden Fall bin ich halt derzeit auf Urlaub, wenn ihr das Video aktuell guckt, und das nächste Video, das handelt dann wieder von irgendwas anderes, von meinem Urlaub wahrscheinlich, was da so abgegangen ist, wie viel Pokémon Go ich wahrscheinlich da gespielt habe. Alter, ich bin gerade echt übelst süchtig nach dem Spiel, ich weiß nicht warum. Aber naja, ihr merkt es ja selber, in jedem Video, glaube ich, erwähne ich es mindestens einmal. So, und hier zum Beispiel bei der Pflanze wusste ich gar nicht, wo die hin soll, die habe ich da einfach mal irgendwo gesetzt und geguckt, jo, wo könnte die hin, und zack, da haben wir es geschafft. So, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, bin ich derzeit in Italien, in Bibione, falls ihr das kennt. Das ist halt so ein Urlaubsort an der Adria-Küste, und dort ist es wunderschön. Und ja, von dem her werde ich wahrscheinlich gerade in der Sonne chillen oder irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Elektrowagerl rumfahren, falls ihr das kennt. Also mit so, wie soll ich sagen, mit so, nicht E-Bikes, aber halt mit 4 Rädern und mehr oder weniger E-Bike auf 4 Rädern. Ich kann das gerade schwer beschreiben. So. Das war auch noch ganz lustig, die Nachbaut, da muss ich auch mal so überlegen, bis ich damit gecheckt habe, dass der rote Klotz da oben aus mehreren, also nicht 2x2, sondern 2x3 war, es hat auch gedauert. Da dachte ich mir, gut, das hat überlappt, zack, da baust du mal das rote dann hin. Und da war ich dann richtig verwirrt, weil ich mir gedacht habe, das gelbe müsste eigentlich an die Ecke, aber da war doch eins frei, ja, das grüne. Manchmal ist das echt ein bisschen kompliziert, aber dann habe ich gesehen, hey, ich habe ja noch rotes Zeug über. Und dann wusste ich Bescheid, oh, da habe ich was vergessen. Ist auf jeden Fall wirklich ein lustiges Spiel. Man muss halt immer versuchen, das so gut wie möglich und so schnell wie möglich nachzubauen. Und deswegen ist es echt nice eigentlich. Hier haben wir auch noch so ein Tee, das irgendwie da schläft. Zack, habe ich mir wieder das Gelbe da gemerkt. Wie gesagt, das sind so eher die einfacheren Sachen, die Dinge, wo halt nicht wirklich kompliziert sind. Der See vorhin hat man ja gesehen, der war richtig schwierig. Also da habe ich selber ein bisschen gestruggelt, dass ich das Ganze ja hinbekommen habe. Aber ich habe eh nur 17% erreicht, von dem her war es eh wurscht. So, bin mal gespannt. Ich glaube, der Jumbo macht es auch noch, und ich glaube, nächste Runde wird dann richtig nice. Also, es gibt schon ein paar coole Runden hier. War auf jeden Fall echt spannend. Aber sowas gefällt mir irgendwie, sowas nachbauen. Weiß nicht, ein bisschen merken tue ich mir das schon hier zum Beispiel. Da merke ich mir auch, wo das Ding einfach dran kommt. Links und rechts so weiße Dinger und oben grünes Teil. Also, das ist nicht so schwierig eigentlich. So, zack.
Hier halt das rote Zeug, also das geht schon ganz flott. Jo, ich bin mal echt gespannt, weil ich ja wie gesagt gerade alles im Voraus produziere, wie das FAQ-Video ankommt. Das neue, das letzte ist ja richtig gut bei euch angekommen. Ich habe diesmal halt mit live quasi das den zweiten Bildschirm rechts unten eingeblendet. Mal gucken, wie das ankommt bei euch. Bin ich echt gespannt. So. Und jetzt geht es dann, glaube ich, in die Entscheidungsrunde, wenn ich mich nicht täusche. So, und zack, da. Pam, da hat das geschafft. So, das war jetzt. Nee, das war, glaube ich, auch noch ganz. Also relativ leicht war das noch. Da habe ich mir auch einfach das Ding hier gemerkt, das rote Zeug, hier das, soll ich sagen, das. Diese Rutsche da oder was das darstellen soll, das ist halt so eine Art Spielplatz, glaube ich. Hier war zum Glück noch Erde an dem Platz, wo halt der Baum war. Das ist auch immer ganz praktisch, wenn man so ein paar Sachen hat, die man sieht, dann zack, Double Jump mal nach oben. Und direkt mal hier so eine Teppichin gezaubert. So, nice, so muss das. Läuft auf jeden Fall. Jo, auf jeden Fall, wie gesagt, das macht echt Bock, das Spiel. Könnt ihr mal gerne spielen, indem ihr auf cutcon/lobby eingebt, dann in die Minigames Arena geht und dort halt auf Speedbuild geht. Ist auf jeden Fall echt cool, hier noch so ein Ender Crystal zum Nachbauen. Das war schon ganz schwierig, da habe ich mir auch aber gemerkt, ja gut, einfach in den Ecken lila und unten eine Obsidianplatte. Also das, manchmal geht es eigentlich echt gut. Also es ist jetzt nicht so das unmachbare Game, würde ich mal sagen. So, das muss man halt überlegen. An den Ecken muss lila und dann einfach der Rest auffüllen, so wie es halt normal gehört. Hier das Ding in die Mitte. So, und auf jeden Fall, wie gesagt, nächste Folge sehen wir uns dann wieder aus dem Urlaub zurück, aus dem RT-Urlaub bei in Italien. Und ja, auf jeden Fall gut gespielt, Jumbo, KX, Kaktusmann und Duftidoof. So, und das schafft er, glaube ich, nicht, der Jumbo. Jetzt wird die Zeit knapp, das geht sich nicht aus. Guck mal, 3, 2, 1 und Pam. Zeit ist vorbei. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, das Spiel so ein bisschen anzuzocken, wieder mit ein paar Freunden. Hab's ja, wie gesagt, letztes Mal einmal gebracht, das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht angekommen. Deswegen dachte ich mir, jo, machst du mal so ein Video draus. Ich wusste nicht, was ich genau noch machen soll. Aufnahmematerial war schon alles für die FAQs. ist alles für die FAQs draufgegangen, deswegen jetzt muss ich wieder ein bisschen aufnehmen. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rodax.